Christopher Jung für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Mutlu, das war ja ein richtiges Horrorszenario, was Sie uns hier von der letzten PISA-Studie erzählt haben. Das stimmt doch alles gar nicht, und das wissen Sie auch. Sie sind mit den Grünen in 10 Bundesländern in den Landesregierungen. Da sind Sie zuständig dafür, und hier jammern Sie jetzt über die Ergebnisse, was da rauskommt. Richtig ist vielmehr, dass wir mit unserem Antrag mehr Schülerinnen und Schüler für Technik, Mathematik, Informatik und Naturwissenschaft begeistern wollen. Denn hier liegt für unsere Arbeitsplätze die Zukunft. Wir brauchen eine ganz neue Generation von MINT-Nachwuchs. Nicht nur im IT-Bereich, da sagt der Kollege Sven Vollmering gleich noch was dazu. Ich denke hier nicht nur an Hochschulabsolventen. Wir brauchen dringend junge Menschen, die programmieren können, die das Handwerk beherrschen und die das auch wollen. Chefs haben wir nämlich genug in Deutschland. Wir machen hier oft schöne Reden und Anträge. Das ist das eine. Wenn man aber vor Ort nicht die richtigen Leute hat, motivierte Lehrer und Ehrenamtliche, dann wird das nichts. Wie sieht es denn aus an unseren Schulen? Da flattern ständig von außen neue MINT-Angebote ins Haus. Es fehlt aber oft der Überblick. Es fehlt an ausreichend qualifiziertem Personal, und damit fehlt es auch an ausreichender Motivation. Interessierte Schülergruppen werden oft als zu klein angesehen, um AGs zu bilden. Also bleiben deren Wünsche auf der Strecke. Uns gehen damit diese wohl vorhandenen Talente verloren. Das sind doch die Hauptursachen, warum das Interesse von Jugendlichen an MINT im Verlauf der Schulkarrieren nachlässt. Begeisterung für MINT schaffen geht anders. Für genügende Lehrerstellen aber sind, wie wir alle wissen, die Länder zuständig. Und auf diese Defizite weisen wir hier ja schon seit Jahren hin, lieber Herr Mutlu, da überschätzen Sie auch die Möglichkeiten einer Verfassungsänderung. Meine Damen und Herren, Wissenschaft und Forschung müssen für Schülerinnen und Schüler als Abenteuer, als alternative Freizeitbeschäftigung, als interessantes Hobby angeboten werden. Und zwar nicht nur im großstädtischen Bereich, sondern im ganzen Land. Wie sieht die Realität im Land aus? Wenn ich früher als Lehrer mit einer Schülergruppe ins Schülerlabor, ins Oberzentrum Kaiserslautern wollte, bedeutete das einen kompletten Tag unterwegs mit Bus, Bahn, Bus und dann noch zu Fuß, um dann 2 Stunden höchstens dort zu experimentieren und zu forschen. Das heißt, der Weg dorthin war fast doppelt so lang als der eigentliche Zweck der Reise. Das ist für Schüler unzumutbar, und dass die den Spaß verlieren, ist, glaube ich, offensichtlich. Die Schüler haben sich zwar gefreut, weil viel Unterricht ausgefallen ist zu Hause, aber Spaß am Forschen und Experimentieren ist da nicht aufgekommen. Wir müssen dorthin, wo die Schüler sind. Und wir müssen auch die ständige Benachteiligung des ländlichen Raumes hier beenden. Offenbar gab es ja in der DDR andere paradiesische Zustände. Frage mich nur, warum dann die Wirtschaftskraft der DDR nicht dazu ausgereicht hat, wirklich Spitzentechnik zu produzieren. Meine Damen und Herren, das Konzept der MINT-Region, wir haben es gehört, ist ein wunderbares Gerät, Instrument, um das zu ändern. Es verbindet schulische Akteure mit Forschungseinrichtungen und der Wirtschaft systematisch entlang der Bildungskette. Auch ein von mir initiierter Verbund von Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Institutionen bemüht sich gerade bei der Körperstiftung um Anerkennung. Und ich kann alle nur ermutigen, solche Regionen zu gründen. Bei mir stehen Angebote für Schulen einer ganz großflächigen Region künftig bereit, von Zweibrücken bis Rockenhausen, von Birkenfeld bis Landau mit dem Zentrum Kaiserslautern. Wir werden regionale Außenstellen schaffen, digitale und mobile Angebote suchen, um die Wege zu verkürzen. Aber auch dazu braucht man Personal. Bekanntlich ist aller Anfang schwer. Am Anfang steht oft Misstrauen und Eifersucht zwischen den Institutionen. Aber der Zwang zur gemeinsamen Aktion ist da, und so werden irgendwann aus misstrauischen Konkurrenten doch vertrauensvolle Partner. So ist es bei uns gewesen. Ich bedanke mich bei allen, die da mitgemacht haben. Unser vorliegender Antrag stützt solche Regionen künftig.
Wir können mehr und gezielter fördern. Das finde ich gut. Ich fordere Sie auf, wenn Sie an der Zukunft unseres Landes mitarbeiten wollen. Und dazu ist dieser Antrag sicher ein weiterer Schritt. Stimmen Sie dem Antrag zu. Und die Lehrer werden Ihnen dankbar sein, die Eltern werden Ihnen dankbar sein. Und die Schüler werden es ebenso tun. Vielen Dank. Vielen Dank, Safer Jung. Aber die Schulausflüge lassen Sie nicht ganz ausfallen. Die fand ich nämlich immer am coolsten. So, Entschuldigung. Ja, geht's euch doch genauso. Also, nächste Rede.